Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, ich würde sagen, weil wir beim letzten Mal hier so viel gebaut haben, machen wir jetzt mal wieder ein kleines Loot-Ründchen. Die Muni hat er fertig. Die wird zwar nicht reichen, um da hinten die Waffen aufzufüllen. Wir haben ja noch 2 Tage Zeit bis zur Horde. Aber er macht hier ja auch noch, oder dafür braucht er noch eine ganze Stunde Schwarzpulver. Also ist das so das Problem. Müsste reinpassen. Und Geschossspitzen, und das haben wir alles. Ja, das heißt, wir können noch mal einen ganzen Schwung Muni machen, wenn er hier durch ist. Passt also alles. Essen habe ich genug dabei. Sehr schön. Muni habe ich dabei. Waffen habe ich dabei. Das passt alles. Will ich nur mal kurz hier gucken. Der braucht auch noch 30 Minuten. Klar, ich packe das aber trotzdem schon mal hier mit in den Schrank. So. Essen haben wir nicht auch erstmal mehr als genug. Felder, gut, ob die jetzt fertig sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber es passt, es passt. Ich glaube, hier stellt er gar nichts her. Da macht er gerade Beton, da kann er auch erstmal eine Seelenruhe. Wir haben also Zeit. Das will ich nur kurz was gucken. Davon haben wir eigentlich viel zu viele. Da finde ich sowieso andauernd welche. Ich lasse mal welche hier, den Rest nehme ich mit. Wiegen. Kann die Verkaufskiste. Falls wir mal eine Infizierung kriegen oder so. Dann gucken wir mal, ob er hier eine schöne Quest hat. Ich weiß auch gar nicht, ich müsste jetzt gleich echt mal gucken, ob wir überhaupt noch Quests haben. Bevor ich jetzt eine neue annehme. Kann man hier erstmal gucken, ne? Das kann man auch nicht zorn. 241 sind wir inzwischen, okay. Ah doch, wenn es mehr kann ich Stufe 2 säubern. Echt jetzt? Eine Stufe 3? Echt? Wo kommt die denn her? Gut, würde ich sagen, wenn wir die zwei mal kurz raus haben, damit wir sie raus haben, ne? Das ist ja sogar ganz in der Nähe. Da könnte man eigentlich auch das Auto nehmen. Ist sogar ausnahmsweise mal leer. Wie viel Sprit ist da drin? Das reicht. Nein, andere Richtung. Ach ja, den hatte ich ja mit auf der Straße geparkt, ne? Ah ja, gut, kommen wir rum. Oder auch nicht. So halbwegs. Gut. Das muss zumindest hier vorne irgendwo sein. Wir haben letztes halt so viel gebaut, muss da umgehen. Ich versuche halt ein bisschen ab. Ich weiß, viele von euch mögen es, wenn ich hier am Bauen bin und zu renovieren und so weiter und so fort. Manche mögen das Looten, andere wiederum die Horde. Ich versuche halt für jeden was so abwechselnd. Mal das, mal dies, mal jenes. Das von allem, was zu sehen ist. Gehört ja alles zu 7 Days, Alter. Was hat er? Hat er hier gerade die Zombies nachgeladen oder was? 7 Days besteht halt aus Craften, Renovieren, Bauen, Looten. Von jedem etwas. So, ach, das ist die Hütte hier. Ne, die Hütte ist es nicht. Welche ist es denn? Die da? Da vorne ist auch ein Airdrop. Warte mal, die könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Die hier sofort ins Hütchen. Wenn wir schon mal hier sind, kann man auch den... Ich wusste nicht, dass hier ein Airdrop ist. Kann man ihn auch mitnehmen. So. Den habe ich jetzt echt nur durch Zufall gesehen. Ja, gut. Die sind schon mal gut. Muni ist auch immer gut, aber... Der Rest nehmen wir erstmal mit. Hier, warte mal. Überschüssige Muni kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Jo. Gut, dann machen wir jetzt die Quest. Einmal umdrehen. 10 und ein Dreier. 3 und 2 waren das. Hm? Das hier. Weiß gar nicht, ob ich in der Hütte schon mal drin war. Sieht aber nicht danach aus, weil die Kisten sind noch alle verschlossen. Okay, warte mal. Erstmal das schöne Hängeäugchen hier erledigen. Bitte, Ledel, Mädel. Dann gucke ich hier kurz in die Bohrerkiste, oder? So viel Zeit muss sein. Ja, gut. Hätten wir uns auch sparen können. Was ist denn hier drin? Sofa. Gut. Hier noch was. Dann nehme ich aber auch die Quest an. Ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Würde ich sagen. So, hier. Einer ist ja eh meiner, den Rest, ja, packe ich erstmal hier rein. Ist eh größtenteils zum Verkaufen. Quest annehmen, sehr schön. So, hängen wir euch hier wieder da? Nee, diesmal steht da Sergeant Willy. Hallöchen, mein Freund. Ich hab da was für dich. Schön auf den Kopf. So soll's sein. So, dann kann man ja jetzt looten. Toll, Bier war eben auch schon drin, ne? Aber zumindest sind die Kisten jetzt. Vielleicht haben wir mal was Besseres drin als... Eben stand hier auch eine Bohrerkiste. Ah ja, gut. Die Dosen nehme ich mal mit, den Rest kann aber drin bleiben. Mais habe ich selber auf dem Feld. Jetzt ist ein Klo drin. Ein leeres Klo, wohlgemerkt. Hier ist auch nichts weiter. Gut, den kann man auch nicht looten. Aber Plastik würde ich gerne wieder mitnehmen. Weil die funktioniert ja jetzt wieder, die Muni. So. Also hier könnte durchaus ein Hundi sein. Ob hier wirklich einer ist... Ehrlich gesagt, kenne ich das Haus hier gar nicht. Oder?
irgendwie, da ist eine Poppenpilzkiste. Da sitzt noch so ein Mo, so ein Daddy. Oder Bo, oder wie der heißt. Na toll. Man kann nicht da durchschießen, ne? Super. Ich dachte, man kann jetzt da durchschießen. Auch nicht schlimm. Hier, dich nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß, ich sag's tausendmal. Diesmal sage ich es nicht. Deswegen sage ich, Messing kann man gebrauchen. So. Hier, gut. Ich nehme sie erstmal mit, sollte sie den Platz verstopfen. Schmeiß ich sie wieder raus oder zerleg sie. Gut, dass ich Vitamine und das rausgenommen habe. Weil nicht durch jetzt zombie-mäßig, ne? Bis jetzt zumindest nicht. Ah, das ist zumindest Eisen. Aber ansonsten Zement und so nehme ich mit. Hier noch jemand? Bestimmt, ne? Oder? Nicht? Gut, dann machen wir die Schotten dicht. Die Tür hier nehmen wir selbstverständlich mit. So. Gucken wir mal kurz hier rein. Ehrlich gesagt nehme ich jetzt auch keinen Stoff und sowas mehr mit. Ne, das kann also alles eiskalt drin bleiben. Ja, brauchen wir nicht. Sonst wühle ich mich hier fest. Das muss auch nicht sein. So, die kommt mit. Ist auch jetzt noch nicht. Hier ist garantiert irgendwo ein Korb. Jo. Oder Schlange? Schlange. Stevie! Sag mal. Gerade Sorgen. Stabil, diese Schlange. Oder man trifft sie so schlecht. Aber es ist Fleisch. Fleisch muss mit. Hm. Terrarium. Hier noch irgendwas Brauchbares? Schlangen sieht man ziemlich selten im Spiel, ne? Hier kam er her, ne? Aber gut, eine schöne versteckte Ecke mit Tresor. Wie viele Lockpicks haben wir denn? 39. Warte mal. Warte mal. Da oben ist mächtig Krach. So. Wo klopfst du? Da klopfst du, mein Guter. Da. Oh. Noch einer? Jo. Gut, wenn das Fleisch schon freiwillig zu mir kommt, nimm mir doch gern mit, ne? Und noch einer? So, komm, lass mich ran. Das ist Fleisch. Ich will das Fleisch. Alter, das gibt's nicht. Komm da nicht ran. Lass mich als Fleisch. Ey, wo springst du denn hin, mein Freund? Warte mal, das wird mir jetzt zu doof hier. So. Wenn ich nicht zum Fleisch komme, kommt das Fleisch eben zu mir. So einfach. So, aber mal kurz hier. Warte mal, ich brauche die Steine nicht. Ich brauche den Sand nicht. Ich brauche das Papier nicht. Knochen, Leder, gut, das nehme ich mal mit, weil es noch nicht voll ist, ne, aber ansonsten Fleisch gab es da schon mal wieder gut. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt aber ihn hier auf. Ah, kommen so ein paar Wölfchen vorbei, warum nicht? Fleisch ist immer gut, das kann man gebrauchen. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Nein, vergessen wir das Ganze. Hat keiner gehört. Fleisch kann man gut gebrauchen. So. Ja, beim zweiten Versuch zumindest. Ja, gelohnt hat es jetzt nicht wirklich, ne? Da was hinter? Da kommt schon wieder Besuch. Tatsächlich. Da kommt schon wieder was hier. Das geht raus und ich sehe gerade, ich muss einmal kurz meine Axt reparieren. So, zumindest ist hier definitiv schon wieder irgendwo was. Jemand zu Hause? Bestimmt, oder? Hier, guck mal, da seid ihr doch, oder? Mich raten? Jo, der grüne Hausmeister. Da kommt aber noch jemand. Jo. Hängeräugchen, auch grün von Neid. Sie liegt auch noch? Jetzt nicht mehr. So, wo kloppt das denn hier? Hier an der Tür, oder? Hört sich so an? Jo, da unten. Du, gehen wir mal kurz. Ist jetzt hier unten rein, du Depp, oder was? Ist das jetzt dein Ernst?
Warst du eben noch hier? Natürlich. Du lebst noch, ne? Immer noch? Jetzt aber nicht mehr. Robuster Wolf, gut, noch mehr Fleisch. Sehr schön. Ich will hier aber wieder hin. Allerdings, da ich ja eh schon fast voll bin, warte mal. Das Auto stand hier vorne irgendwo, weil hier war ja auch der Eingang, ne? Warte mal, irgendwo hier, da. Ist das Auto, ne? Jep. Kann man gleich mal ausleeren? Weil das war doch schon eine ganze Ecke Fleisch jetzt wieder. Packen wir gleich mal rein, den ganzen Kram hier. Verstopft ist zumindest nicht das Inventar. Schmerztabletten habe ich auch schon wieder viel zu viele. Mach ich auch mal welche ins Auto? Nimm sonst alles Inventarplätze weg, wenn das voll ist. So, und da kam ich gerade raus. So, warte mal. Dann mach ich mal kurz ein paar Frames. Sollte man sowieso eigentlich immer dabei haben. Ich vergesse das bloß immer wieder. So. Sehr schön. Ah, so müsste ich aber rüberkommen. Jo. Wunderbar, wunderbar. Hatte ich die hier? Nein, die hatte ich noch nicht. Gut. Kaffee? Sehr schön. Wasser, ja gut. Zum Kochen, ne? Es geht halt viel Wasser zum Kochen drauf in letzter Zeit. Aber ansonsten... Hier vielleicht noch ein bisschen Kaffee? Ja. Kaffee nutze ich hauptsächlich zum Farmen. Da ihr mich ja zum Glück darauf aufmerksam gemacht habt, dass ich das Buch hier habe, ich hatte es komplett vergessen, nehme ich eigentlich immer Kaffee, weil ich da ein bisschen mehr rauskriege. So, den Kochtopf kann man mitnehmen, das ist ein Bömmchen, okay. Das geht also nicht. Da noch was? Nein. Gut, dann nehme ich hier noch einmal das Plastik mit. Danke. Sehr schön. Die hier habe ich ja schon, die Herrschaften. Den geht's gleich nach oben. Hier liegt aber auch sonst nichts weiter, oder? Leeres Bücherregal, da ist noch was. Mit Money. Money, ja. Money, Money, Money. Das ist immer gut. Oh Gott. So oft, wie ich das sage, kann man da schon einen Song draus machen. Jüngchen, immer mit der Ruhe. Du auch, Lady. Komm mal her. Bitte. Und nochmal. Nochmal. Kipp um. Gut, dass ich hier dieses Reaktor-Radioaktiv-Zeugs auf dem Kinderbild hab da. Minen. Ne, Minen nix gut. Mit Minen schlechte Erfahrung. Ich glaube, hier geht's gleich weiter her. Ich will aber gleich nochmal in die anderen Räume gucken. Da ist noch was. Da ist nix. Gut, hier ist nix. Da sind noch ein paar Bücher. Haben wir sowieso alles? Jo. Da ist noch was. Ja, gut. Hört man halt nochmal ein bisschen Soundeffekte, ne? Da ist noch Plastik. So. Hier ist nichts. Hier noch irgendwas Brauchbares? Nö, ne? Naja, gut. Schießpulver kann man aber allerdings immer gebrauchen. Doch nochmal. So, türmäßig ist hier auch nichts, ne? Dann geht's jetzt hier weiter. So, hier geht's rein, wie es aussieht. Ist auch nichts weiter. Gut, ich mach mal die Schottenkunst dicht. Wohl, hier sind so ein paar kleine Dinge, die ich doch gerne mitnehmen möchte. Also einmal der hier, ganz wichtig. Das möchte ich gerne mitnehmen. Da ist nichts hinter. Gut, aber ansonsten... Na gut, hier noch. Das Papier kannst du behalten. Hallöchen. Auch mal normaler Norbert. Naja... Virale sind ja schon normal, ne? Mittlerweile. Nun, kipp doch um. So. Das sind echt Minen, ne? Ja. Hier noch irgendwas drin oder so? Also Essen. Doch. Das kannst du behalten. Hier noch was Schönes? Ja, gut. Die Tür würde ich gerne mitnehmen. So, die habe ich ja schon. Ah, dann geht's gleich nach hoch. Alles klar. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man alles lernen? Habe ich eigentlich einen Skillpunkt? Nee. Weil ich gesehen habe, dass ich eigentlich erst vor kurzem Level abgehabt haben muss.
Nee, ist nix. Dachte schon, ich hätte hier was vergessen. Gut, die Tür brauche ich nicht zu kloppen. Da ist kein Messing drin. Hallo, Jungs. Stevie! Yeah! Maika! Komm her, meine Freunde. Kommt! Partei, Partei! Albi! Ja, natürlich! Komm her, mein Freund. Komm! Ja, ich streichel dich. Ey, jetzt werde ich mal böse, Albi. Hauen muss nicht sein. Ich begrüße dich aber so freundlich. Da ist auf jeden Fall noch ein Zombie drin. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Zombie, dass es schön ist. Naja, gut. So, kommt mal raus, Jungs. Ih, schon wieder dieser ekelhafte... ich finde den so hässlich, den neuen Touristen. Also was sie sich dabei gedacht haben, frage ich mich wirklich. Und zu blöd durch die Tür zu kommen. So. Jo, das war's hier. Gut, dann verleihen wir uns den Schatz ein. Mal gucken, was wir da so Schönes haben. Mal essen. Mal gucken, man wird mal wieder Zeit beim Verschämmiges Hüppchen. Nee, jo, die sammeln sich ja schon wieder en masse an. Hier noch? Ja, gut, das kann man aber verkaufen. Hier haben wir noch was Schönes. Und hier... Eie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 
Nermann Freund, ne? Was hast denn so Schönes? Naja, du hast eigentlich nur Müll, ne? Warte mal. 301, 430, 301, gut, dann nehmen wir den. Und gut, die waren beide gleich viel, ne? Jo. Ja, gut, dann nehmen wir die Eisenschaufel dazu. Kannst du aber auch gleich haben. Zack, zack. Da kann ich gleich mal gucken, mein Freund. Hast du noch irgendwas Brauchbares? Fünf wir jetzt nicht, das schaffen wir vor der Horde nicht. Das ist E-Fabrik, ne? Ja, das ist E-Fabrik. Da brauche ich gar nicht gucken. Hier ist eine ganz in der Nähe, ist eine Stufe 1er. Und Wespe ist ein... Ah, das ist dieser kleine Miniladen daneben, ne? Und hier ist noch eine 5er, das ist E-Fabrik. Alter, der hat nur... Echt jetzt? Vier Fabriken und eine 1er. Ist das dein Ernst? Ja, gut. Da machen wir das eben auch noch. Auch Kleinvieh macht Mist, heißt das so schön, ne? Dann passt das doch. Dann passt das doch. Da kann ich dann aber auch mit dem Auto hin. Das ist der hier vorne, ne? Ja. Bei unserer Rodenbase, da waren wir ja auch schon zigmal drin. Ich glaube, den haben wir schon 3-4 Mal durch. Aber gut, der bietet sich aber auch an. Der ist direkt nebenan. So ein kleiner Miniladen. Ah, gut. Du bleibst stehen. So. Genau, den hole ich mal einmal kurz das Holz hier außen. Das geht immer. So, und ansonsten war hier auch nichts. Die gehen nicht weg. Nö, ich glaube, sonst war hier auch nichts. Das war der Hintereingang. Ne, die Fässer kann man ja nicht mehr looten. Hier ist lediglich noch ein bisschen Holz. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube, wa? So, Jungs, wo seid ihr? Tasche ist oben. Wo bist du? Da, der Kammerschlumpf. Hallöchen. Hier ist aber schon mal noch jemand. Nicht? Echt nicht? Okay. Immerhin eine leere Dose. Und Müll. Gut. Alles leere Regale hier. Hier, trinken wir mal ein Schlückchen. Aber eigentlich nochmal ein Schlückchen trinken. So, dann kann ich auch gleich noch was essen. Hunger kriege ich eh gleich. So. Hier. Wow. Werkbankrezept. Mensch. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hier, aber ich wollte sie auseinandernehmen. Kommt wenigstens ein bisschen geschmiedete Eisen und Mechanical Parts und sowas raus. Weil die gehen so langsam aber sicher auch zur Neige, dass ich davon mal wieder zwischendurch ein paar mitnehmen muss. Ich meine, ich muss sie jetzt nicht mehr aller Gewalt farmen, aber ein bisschen zumindest. Ja, komm her. Ach, Hängeäugchen. Bitteschön. Denn, na, das kannst du gleich behalten. Das kannst du echt behalten. Das brauche ich nicht. Und hier. Ja, gut. Kann man verkaufen, ne? Kann man verkaufen. Hier geht's nicht rein? Nein. Gingen mich hier außen rum. So viel weiß ich noch. So. Hier ist die Fackel. Alles klar. Oh, Shorty. Du bist auch echt überall, ne? Echt kein Haus ohne Shorty. Fahrradständerrezept. Ich glaube, das ist echt so für den Anfang des Spiels gedacht, das Gebäude, ne? Das kannst du auch behalten. Hier muss auch irgendwo mal eine Tasche sein. Irgendwo hier, ne? Hier, hier. Die muss natürlich mit. Ich glaube, mehr müssen wir hier auch nicht machen. Nö, Quest fertig. Boah, ich will trotzdem zum Hauptloot da oben. Halt ein sehr kleines Gebäude. Halbi! Noch ein Halbi! Ist Halbi-Treff! Drei Halbis! Yeah, das hat das Gebäude, das hat doch schon wieder gelohnt. Halbi lohnt sich immer. Hallo, einmal du ein Kopfstreichler. Du kriegst auch einen. Na, lass dich doch mal treffen, bitte. Du auch nochmal. Sehr schön. Jo, drei Halbis macht alles wieder wett. Halbi ist immer gut. Denn, kann man verkaufen? Nee, ja, ein bisschen. Ja, das ist wirklich nur, um die Grundmaterialien zu kriegen. Stahl, ja. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Kann man verkaufen? Kann man eigentlich alles verkaufen? Ja, dann nehmen wir mit. Das war's hier auch, ne? Oder? Ich meine, ich sehe hier gerade nichts mehr. Das war's echt.
Ist halt auch nicht der Big Loot hier. Aber besser als nix. So, die Lampen hier kann man eigentlich nicht mitnehmen, ne? Ne. Schade. Schade, schade. Wo ging's denn hier? Hier. Wieso hüpfe ich eigentlich nicht einfach runter? So hoch ist das doch gar nicht. So. Den gucken wir mal. Halt. Ist gut und schön, aber meine Muni bleibt voll drin. Ja, gut. Das kommt alles erstmal in die Verkaufskiste. Das meiste davon zumindest. So viel ist es ja gar nicht. Irgendwas hat er hier gerade rausgenommen. Die Schmerztabletten, ne? Ja. Die sollen natürlich auch drin bleiben. Gut. Ist schon erstaunlich, dass er auf unserem Game Stage überhaupt noch dieses kleine, mickrige Gebäude als Quest anbietet. Also, das ist schon sehr erstaunlich. Na, ich fahre hier Löcher in meine Wand. Und ich sehe gerade, ist das beim letzten Mal passiert? Der ist hier angemalt, hier oben. Ach, ist diese dämliche Rolle, ne? Muss ich die Farbe wieder wegwischen. Ich gebe jetzt erstmal die Quest ab. Didip, didip, diesu. Dann schnappen wir uns noch den Gyro, würde ich sagen. So, 9mm Muni ist eigentlich immer gut. Die nehme ich auf jeden Fall. Und der Rest, naja. 56, 48. Ach, du willst mich doch veralbern. Hier, ich habe vorhin einen Helm gefunden. Da kann die, das Waffentaschenlampenmod. Kann trotzdem auf eine Waffe mit drauf. Sehr schön. Hattest du eigentlich Reset? Warte mal. Nein, Tag 97 ist. Gut. Immerhin ein bisschen Kleingeld. Warum nicht? Schaden kann's nicht. Darf bloß nicht vergessen, dass ich... Ist der eigentlich voll oder leer? Meine Waffen noch auffüllen muss vor der Horde. Der ist leer. Sehr schön. Denn einmal kurz. Ich nehme erstmal die Sachen raus, die verkauft werden sollen. So. Weil dann kann das hier gleich in die Verkaufskiste. Das noch. Der ebenfalls. Leder soll verkauft werden. Und ansonsten... Nee, Motor... Ich habe ja keinen Bohrer oder Kettensäge. Woanders geht der Tank nicht drauf. Kann nur gerade überlegen. Das geht vielleicht noch auf eine Waffe. Da kann man mal gucken. Aber ansonsten... Hier, die kann ich ja nicht auch verkaufen. Und Papier, ja, Papier brauche ich eigentlich nicht. Das fliegt weg. Der Rest muss eigentlich nach innen. Gut, denn einmal kurz. Reparaturkits haben wir dabei, ne? Den reparieren, den. Genau wie den da. So. Dann kann das nämlich gleich alles mit in die Verkaufskiste. So. Dann ist ja schon wieder fast voll, aber so bringen die Sachen halt wesentlich mehr Geld. So, warte mal, die Waffen, Dingse, Bumse, Mod, die müsste doch, geht doch bestimmt auf die Waffe, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ja. Gucke mal. Und ansonsten haben wir auch keine Mods mehr, doch die vielleicht. Geht die nicht drauf? Echt nicht? Geht die hier rauf? Ja. Gucke mal. Dann haben wir die Mods nämlich auch gleich mit drin. Rein damit in die Verkaufskiste. Einmal. Ja, das. Dann ist sie echt schon wieder fast voll. Sehr schön. Also die muss vor die Horde definitiv noch einmal leer. Und dann kann ich hier nämlich echt den Rest mitnehmen. Zumindest das, was passt. So. Was muss, das muss. So, der hat hier, glaube ich, Steine geschmolzen. Ne? Der... Ja, warte mal. So. Denn erstmal eins nach dem anderen. Waffenteile habe ich keine einstecken. Das weiß ich. Verbrauchsmaterial vielleicht ein bisschen. Out. Viel war das jetzt nicht. Hauptsächlich ist wieder Muni und Essen und Getränke, ne? Ich glaube, das mache ich erstmal. Oh, warte mal. Essen, also das waren hauptsächlich Dosen. Jo. Ich muss echt schon wieder Schemsippchen. Das werden schon wieder zu viele. Fleisch gehörte ja nicht hier rein, ne? Also haben wir so viel Fleisch. Gut. Geht aber noch. Hält sich noch in Grenzen. So, den kann ich hier auch mit rein. Und hier natürlich
Genau, aber einmal sortieren. Dann haben wir gleich halt noch ein bisschen Muni. Warte mal, trübes Wasser habe ich noch ein bisschen. Das kann ich hier mit rein. Genau wie die Lerngläser. Und du bist inzwischen fertig, oder? Na, nicht ganz. Eine Minute noch. Ja, mit dem Fleisch ist immer noch so ein Problem. Ich meine, das Tierfett, das kommt hier definitiv mit rein. Das Fleisch, das habe ich hinten, ne? Oder? Oder wo habe ich das? Habe ich hier mit drin? Okay. So, Messing wird gleich eingeschmolzen. Dann packe ich hier erstmal die Muni rein. Hm? Ich meine, mit dem, was wir in der Werkbank machen, hier haben wir noch ein bisschen. Wir haben ja noch unsere Hauptmunikiste von, also reichen soll das auf jeden Fall. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen was herstellen. Denn erstmal hier, die Messingschmiede war die, ne? Genau. Dokordant mit rein. Dann kannst du das erstmal. Warte mal. Einmal kurz die 10 hier, das sind ja nur 10 Sekunden. Und dann packe ich die anderen rein. Damit du das zumindest schon mal einschmelzen kann. Das sind nicht mal 10 Sekunden. So. Eisen packe ich erstmal mit in die Eisenschmiede. So, das passt wahrscheinlich gar nicht mehr. Amboss ist hier drin, ne? Und hier ist auch ein Amboss drin. Hier müsste eigentlich kein Amboss rein, ist aber einer drin. Hier ist ebenfalls, oder? Nein, hier ist keiner drin. Gut. Packe ich ihn da rein, auch wenn da keiner rein muss. Das kommt gleich noch in die Verkaufskiste, da habe ich noch einmal Muni. Damit das hier alles weg ist. So, hier ist mich das Problem. Schienen kriege ich noch 2 rein, ja. Das passt nicht mehr. Das nicht mehr. Das muss nach hinten. Die Antibiotika auch nicht mehr, ne? Doch. Gut. Weißt du was, damit ich mich gar nicht mehr festwühle, das kommt alles in die Verkaufskiste. Das Einzige, was eigentlich noch nach hinten muss, ist die Muni. Ich will die Kisten hier ja weg haben. Ich kann hier nicht ständig was reinschmeißen. Sehr schön. Das geht nicht anders. Und dann hier gleich damit rein. Zack, wird verkauft. Ah, die Mod jetzt vielleicht nicht, aber. So, und den Rest hier, den kriege ich jetzt auch mit. Sehr schön. Auto auch wieder leer. Passt doch. Sitzpass wackelt und hat Luft. Den haben wir hier. Ich will was Muni, Schießpulver, Kaffee, Pulver, Kohle. Blei kommt hier mit drin. Ist sogar noch ein bisschen drin. Das ein bisschen kannst du mal einschmelzen. So, denn hier ein bisschen. Waren jetzt nicht viel, aber ein kleines bisschen. Kohle kommt hier mit drin. Haben wir auch nicht mehr allzu viel von. Das ist Verkaufskiste. Das definitiv auch. Da gucke ich gleich mal in die Schmiede. So, warte mal, das kommt hier mit drin. Und die Mod, die packe ich erstmal da mit rein. Wunderbar, das kommt nach hinten. Kaffee in die Küche. Halt, hier kommt noch das Stahl mit rein. So, und was wollte ich noch? Genau, die haben bestimmt alle... Nö, hat er nicht. Jetzt hat er Blaseball. Gut. Schießpulver und das kommt hier hin. Schießpulver. Du bist da bestimmt jetzt auch noch nicht fertig. Gut. Aber du hier in der Küche bist da jetzt bestimmt fertig, oder? Jo. Hätte ich dich mich auch ausmachen? Du kannst mich definitiv hier mit rein. So, essen wir doch schon mal so einiges jetzt, ne? Aber ich werde gleich noch mal ein paar Schemsüppchen ansetzen. Was muss, das muss. Wir haben zu viele Dosen. Hier, dort kommt hier noch mit drin. Ah, die wird aber auch schon voll, die Sondermuni-Kiste. Definitiv. Kaffee noch in die Küche. Ein bisschen Pulver hat sich ja auch schon angesammelt. Die anderen beiden kommen gleich in die Verkaufskiste und hier kommen natürlich unsere Chatterns rein. Sehr schön. Die hätten wir auch voll, ne? Ja. Also Chatterns haben wir jede Menge. Das ist nicht mehr das Problem. Hier sind nur noch die beiden Sachen. Ja. So, du bist doch bestimmt fertig. Ja, gut, du kannst aus. Du bist auch fertig. Und du, ja, du kannst doch ein bisschen schmelzen. Damit ich jetzt Stück für Stück Ordnung reinkriege.
Denn Rinder und Rinder, das war eh schon drin. Sehr schön. Dann gucke ich jetzt noch einmal nach dem Sam-Essen. Sam-Dosen ja, aber ich glaube, ich brauchte noch irgendwas. Sam-Suppe. So. Sam-Suppe. Dose Sam, ja. Kartoffeln, Mais und gekochtes Wasser. Okay. Kartoffeln, Mais, gekochtes Wasser. Gut. Ja, das mit dem Wasser, das nehme ich Wasser mit. Wird langsam eng. So, natürlich die Schemdöschen. Und ein paar davon mit. Zack, 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 zack. So. Wie kriege ich denn hin? Ach, Mangel an Kartoffeln, ne? Aber 26 Stück immerhin. Oh, Kartoffeln komplett. Mais aber auch fast komplett. Gut. Die restlichen Dosen kommen wieder rein. Einmal sortieren. Zumindest zwei Plätze mehr frei. Mais kommt hier wieder mit drin. So, und da das restliche Wasser wieder. Aber auch gut was verkocht wieder. Wunderbar. So, wenn die 26 fertig sind, kommen sie natürlich auch hier mit rein. Dann fühlt sich das doll langsam. Guck, wir haben ja noch jede Menge Schemse. So ist das nett. Gut, dann sind wir für heute aber am Ende. Auch wenn wir jetzt nur zwei kleine Mini-Quests gemacht haben. Es muss ja mal umgehen. Ehrlich gesagt, ob sich das lohnt, so weit zu fliegen für die Zweier-Quests, die wir da hinten noch haben, weiß ich nicht. Weil, aber, ne, Dreier ist das, aber irgendwann will man sie auch mal fertig haben, ne? Weil es gibt Gutschettons, also mal abgesehen davon. Wo ist die Quest denn überhaupt? Da kann man ja mal nachgucken. Müsste zumindest ein bisschen weiter weg sein. Weil in welche Richtung? Das Bob-Gutti ist schon mal nicht im Zerstörten. Auch nicht im Verbrannten, okay. Ich sehe die Quest gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. In der Wüste ist sie auch nicht. Was ist sie denn? Wenn ich mal so fragen darf, in welche Richtung? West geht in diese Richtung. Und ich gucke jetzt in welche Richtung? Hier runter, also muss sie irgendwo hier runter sein. Ah, da. Da ist sie. Ja, ich glaube, in dem ob wir in die Gebäude selber schon mal waren, weiß ich nicht. Aber wir sind zumindest schon mal rübergeflogen. Ah, da muss ich definitiv den Kuro nehmen. Das ist ja alles Berg hier. Aber wirklich alles. Okay. Da kümmern wir uns sagen, beim nächsten Mal drum. Und dann nennen wir uns doch schon langsam. Also Tag 98 müsste die Horde sein. Bis dahin haben wir das wohl hoffentlich aufgefüllt. Weiß nicht, wie lange er hier jetzt noch braucht. Ah. Wenn wir die Quest mal gemacht haben, können wir hier gleich die Muni ansetzen. Dann passt das doch. Sehr schön. Dann verabschiede ich mich. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann morgen wieder. Bye, bye.